So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. The Awakening kommt bald und wir gehen schon mal ein bisschen vorspielen, wie in jedem Part. Wir müssen jetzt in die Kanalisation und die Kanalisation ist hier drüben. Gut. Mit unserem Shotgun-Charakter. Da ist schon der Boss, okay. Der Gebietsboss, wie man dem sagt. Der tötet mich fast. Der ist recht stark. Ich habe irgendwie mit dem Schuss gemacht, dass er nicht nach vorne kam, dass er im Flug eigentlich dann wieder runtergefallen ist. Das ist richtig nice. Hat richtig lustig ausgesehen. So. Ja, ich merk's, die Gegner werden langsam zähe. Was wir hier finden sollen, ist noch eine Glyphe oder so etwas. Eine Statuette. Ich weiß nur nicht, wo. Hier sicher nicht. Da ist Warnhaus. Kanalisation. Ist der gut im Schaden? Jo. Aber eben brauchen wir nicht, wenn wir den Bogen im nächsten Level haben. Brauche einen besseren Mana-Trank. Hektos. Okay. Haben wir hier Troja? So. Es gibt, glaube ich, zwei Eingänge, oder? Scheinbar nicht. Aber irgendwo gibt es zwei Angriffe. Hier oben vielleicht. Nö. Und hier drüben ist zu nahe am Eingang, oder nicht? So. Pokers Mark. Nehme ich mit. So, gut. Also, nein, nicht. Das kann ich nicht mehr auf der 3. Geschwindigkeit zu lang trinken. Gut. Nochmals Kanalisation. Diesmal Warenhaus. Stirbst du endlich? Du Statuette. Rums hat's gemacht. Rums. Peng die Peng. Matt Lashes, der Destroyer. Der hat einen komischen Namen. So. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Ah, gut, dass wir das finden. Hier ist ja zu beim WP.
Dann gehen wir hier nach oben. Eine zweite Piste haben wir auch noch. So. Wir finden nur Schrott. Wieso denn das? Wieso denn das? Wieso finden wir nichts Anständiges mit unserem Magic Fund? Ja, dafür ganz viele Gems. So. Und hier geht's nach oben. Sehr schön. Boom. Wieso löst Eis Explosionen aus? Also, das Wasser im Eis würde ja das eigentlich... Okay. Bis das Eis geschmolzen ist, ist die Explosion wahrscheinlich schon im Gange. Toll, wie viel weniger Reichweite hat mein Fluch. Ich muss mal ein bisschen fluchen. Darf ich ein bisschen fluchen? Ihr Gott! Sag ich lieber nicht. Ihr gottlosen Idioten. So. Bald Level 32, sehr schön. Wie viel wollen hier noch kommen? Voll viele Elites hier. Und ja, doch Cold Damage und Resist Fire und Lightning. So. Also, dann haben wir ja auch nichts. Ich denke immer, dass es hier ein Waypoint gibt. Also es gibt es nur unten im Sieber. Damals habe ich die immer gesucht. So, auch du machst Platz. Dankeschön. Momentan tut es so komisch. Keine Ahnung, weshalb. So ein bisschen stoppen. Aber hier ist es wieder besser. Gut. Die Schlangen sind recht zäh sonst. Aber mit unserem Ice Shot Shadow haben wir keine Probleme. So. Harald of Thunder mache ich jetzt auf das weg und da rein. So, dele. Ja. Ne, brauchen wir nicht. Ne. Und ne. Schaut, wir haben einen Pfeil mehr. Ich liebe das. Einen Pfeil mehr, sehr schön. Nochmal ein bisschen mehr Split. Noch ein bisschen mehr Reichweite, also Umgebungs-AOE Damage, also AOE Range. Oh, schaut mal einmal rein und alles geht kaputt. Dafür liebe ich den Bogen. Welche Bogen gibt sonst schon einen Pfeil mehr?
So, Market Sieve müssen wir danach, oder sollen wir jetzt schon? Ja, wir machen es jetzt schon. Hauptsache, dieses Fraps leckt gerade nicht. Also so komische Stopper. Ich weiß nicht, was Fraps für Probleme hat, dass es Stopper macht. Aber gerade ist es leider so. Es ist sehr selten, dass es manchmal ein bisschen stoppt, aber nun gut. Ah, das ist auch geil. Zwei Burning Arrows. So, Mana haben wir auch mehr als genug jetzt. Okay, bei Turboschüssen, so bei Spamming könnte uns das Mana schon ein bisschen noch ausgehen. Aber nicht, wenn wir so ein bisschen taktisch kämpfen. So, dankeschön, dass du auch mal so asynchron, desynchron wirst. Oder synchron wirst, eher so gesagt. Ja, hier können wir es nur hier rein tun. Elemental hält. Hit, ja, okay. Brauche ich jetzt eigentlich nie. Aber ist das stärker? Das ist nur plus Damage von Elektro, also Elementarschaden. Aber nicht stärker als 120%. Ich bleibe bei Burning Arrow. So, und suche den. Was ist denn los? So ist das ja Desikron heute mal. Irgendwie haben sie immer am Morgen am meisten Probleme. Weil die Neuseeland gerade sehr viel Unsinn, oder was? In Neuseeland haben sie wahrscheinlich mit Abstand die meisten Fans. Obwohl das Land, das kommt mir nicht so vor, als würde alle Internet haben dort. Okay, Australien sonst. Ob die jetzt on sind, wenn bei uns morgen ist? Keine Ahnung. Nun gut. Ich mich das nicht, dass der Mann, der Heiltrank. You there. A moment of your time. Another loose thread threatens to. Bitte keinen, lass einen Guard am Leben. Oh Gott. Ich mag dieses Case, diese Ding nicht. Diese Aufträge. Das ist das vom Schlechtesten, was man machen konnte. Ja, wo sind sie? Nenn mir den Standpunkt und ich kann sie erledigen. Aber wenn du mir nicht nennst, wo die sind. Oh Gott. Ja, von mir aus mache ich den Auftrag halt nicht für dich. Ich denke, er ist oben. Oben links oder so. Ja, dort oben. Und hier ist sonst noch. Ist nix hier sonst. So, also. Einen am Leben lassen. Wie kann ich das machen? Muss ich jeden einzelnen angreifen? So, jetzt. Muss ich den töten. Okay, ich hab's geschafft. Einer ist noch am Leben. Oder einer war noch am Leben. Der ist wahrscheinlich jetzt weg. Hey, ich möchte die Fledermaus mitnehmen. Die ist immerhin hübsch. Ja. Gut. Also eine am Leben lassen.
Ist jetzt relativ knapp gewesen. Aber das ist wegen meinem extremen AOE-Damage. Ich kann mich nicht vorstellen, wie das dann aussieht mit dem erhöhten AOE-Range. Könnt ihr mal die Rüstung tragen. Aber ich hab sie nicht. Ich muss sie zuerst finden. So, komm du mal. Nein, keine Telefon bitte. Hey, wir sind hier mitten in der Aufnahmetelefon. Jetzt hör auf zu schellen. Sir Markus von Anhalt. Weg damit. Wenn ihr fragt, wer Markus von Anhalt ist, das ist einer von Facebook, der so richtig wirres Zeug postet. Also jemand, den man eher meiden sollte. Nein, er tut einfach lustige Sachen posten. Und ist, glaube ich, auch irgendwem bekannt ist. Also er hat wahrscheinlich den Namen einfach gestohlen von irgendjemand. Gestohlen nicht, aber benutzt. Nun gut, wir hätten vielleicht noch ein bisschen Zeit. Das muss ich aber zuerst nachschauen. Weil ich schon wieder vergessen habe, die Zeit einzustellen. Weil es mir ein bisschen nervt, dass das dann Alarm gibt. Wir müssen hier runter, so. Und dann noch ein paar Items verkaufen. Der ist recht gut. Nein. Und der andere. Double Sicht. Stay out of the shadows. Du gehst hier hin. Und du bist relativ gut, aber du hast Armor. Ich brauche Rüstungen mit Eversen. Eversen. Ich nehme wahrscheinlich die Rüstung dann. Haben wir noch einen besseren Mana-Trank? Du da. 180. Das ist schlechter. Ja, okay. Deshalb bleibt 45. So. Gut, dann bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. So. Tschüssi. Tschüss.